Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch einen Patientenfall mit vollverblendeten Zirkonkronen. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich euch einen Patientenfall, eine Patientin, bei der ich im Oberkiefer-Frontzahnbereich Zirkonkronen anfertigen lassen habe vom Zahntechniker. Ich habe die natürlich vorbereitet. Diese hat der Zahntechniker voll verblendet und die Herausforderung ist dabei gewesen, die Ästhetik zu berücksichtigen, weil, wie ihr gleich auf den Fotos sehen werdet, sieht man bei diesem Patientenfall, dass die Patientin eine hohe Lachlinie hat, das heißt, sie hat ein Gummy-Smile und abgesehen davon sind dann auch die höchsten Punkte der Zähne, ich werde euch das gleich erklären, sehr unregelmäßig und die Zähne in der Front sehen unästhetisch aus. Erstens, weil diese halt auch Füllungen haben, die seitlichen kleinen Schneidezähne, die breiter aussehen. Dann sind die unterschiedlich lang, die seitlichen kleinen Schneidezähne und noch zusätzlich die unterschiedliche Länge der beiden Einser und auch die unterschiedliche Zahnfarben, die wir sehen. Wir gehen mal direkt zum Fall über und kommentiere dann jedes einzelne Foto. Bis nachher. Und hier sehen wir das erste Foto mit der Ausgangssituation. Wir sehen, dass die Patientin eine viel zu helle Krone hat in dem Bereich. Dann sehen wir, dass wir sehr unterschiedliche Zahnfarben haben, auch mit Füllungen, die zu hell sind. Dann auch noch hier zwei Zahnverbreitungen. Hier wurden zwei Zähne verbreitert, weil die halt sehr schmal waren und dieser Zahn ist hier auch betroffen gewesen. Der wurde auch verbreitert und man sieht aber auch ein Missverhältnis der seitlichen Schneidezähne. Die sind viel zu breit im Verhältnis zur Größe der beiden Einser und auch der ist zu breit und dann guckt man sich den Zahn an, in der Länge und Breite an und diesen Zahn, der ist hier länger, ähnlich breit wie dieser hier, aber der ist viel kürzer. Dann haben wir das Verhältnis zwischen dem und diesem Zahn hier. Hier sehen wir, dass im Zahnhalsbereich der Zahn insgesamt kürzer ist. Von der Länge her sind beide gleich, aber der endet hier. Und der endet hier höher. Das heißt, wir haben in der Ästhetik ein Missverhältnis. Und dann kommt auch zusätzlich die Problematik des Gummy-Smiles. Das heißt, die Patientin macht den Mund auf. Zick, geht die Jalousie hoch bis nach oben. Und man sieht einen Großteil des Zahnfleisches hier vorne. Das nennt man Gummy-Smile. Ich sage immer, die Jalousie geht hoch. Und damit meine ich das Gummy-Smile. Und hier nochmal in der Großaufnahme. Wir sehen hier nochmal genauer, dass auch die Füllungen, die hier gemacht wurden, die Übergänge verfärbt sind. Genauso wie hier da in dem Bereich, genauso wie am Nachbarzahn, am Eckzahn, die Füllungen verfärbt sind. Diese hier sind viel zu hell und die Patientin wollte gerne diese vier Zähne, Schneidezähne, überkronen lassen, sodass es alles einheitlich ist. Und wir haben aber erstmal vorgenommen, dass wir das mit dem Zahnfleisch, das Anpassen der Längen des Zahnfleischrandes, dass es etwas harmonischer ist. Und dadurch haben wir dann vorgenommen, an diesem Zahn eine chirurgische Kronenverlängerung zu machen, sodass wir dann etwas höher kommen, ähnlich wie bei dem Zahn. Und auch dieser Zahn ähnlich breit oder lang wird, Entschuldigung, entlang wird, wie dieser hier. Also hier eine chirurgische Kronenverlängerung und in diesem Bereich eine chirurgische Kronenverlängerung. Mit dem Ziel, dass wir dann anschließend vier Kronen anfertigen. Und auch hier wollten wir dann eine Korrektur vornehmen. Und zwar, dass wir die seitlichen beiden Schneidezähne etwas schmaler gestalten und dafür die beiden mittleren etwas breiter, damit das Längen-Breiten-Verhältnis zwischen Einsern und Zweiern wieder zustande kommt. Dann sehen wir bei der nächsten Situation die Innenseite. Hier sehen wir auch, dass die Patientin da irgendwann mal Kontakt hatte. Die Krone ist vor einigen Jahren abgefallen.
Die wurde dann wieder draufgesetzt. Dann wurde die aber nicht mehr so wieder draufgesetzt, wie sie vorher gesessen hat. Und das werden wir auch gleich sehen, wenn wir den Stumpf sehen. Da sieht man auch eindeutig den Grund, warum die Krone nicht nochmal draufgesetzt werden konnte. Und wir erkennen auch außerdem auch hier an der Innenseite die undichten Füllungsränder. Und wir sehen, dass die Patientin einen Retainer dran hatte, den ich dann abgenommen habe, damit wir an diese eine Krone rankommen, die Krone runternehmen und auch mit der chirurgischen Kronenverlängerung dann anschließend auch ein neues Provisorium anfertigen, was dann auch etwas besser passt. Die Patientin ist kieferorthopädisch behandelt worden und ist vom Alter her Anfang 40. So, dann haben wir die Situation nach der chirurgischen Kronenverlängerung. Wir haben die Länge dieses seitlichen Schneidezahnes im Bereich des Zahnfleisches etwas angepasst zu diesem Zahn. Und auch diese beiden Zähne sehen etwas besser zueinander aus, wobei wir dann jetzt diese helle Krone, die wir zuvor hatten, aus Keramik entfernt haben. Die war dann kaputt. Und wir haben hier ein Kunststoffprovisorium angefertigt zum Abheilen des Zahnfleisches und auch zum Überprüfen, wie die Ästhetik letztendlich aussieht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Ästhetik dann in dem Bereich auch im Vordergrund setzen, aufgrund des sogenannten Gummy Smiles. Und auf dem nächsten Foto sehen wir dann den Tag, wo wir angefangen haben, die Zähne zu beschleifen und auch die Abdrücke zu nehmen. Und wir haben die Krone abgenommen. Wir sehen hier so einen kleinen verkümmerten Stumpf. Da war nicht mehr so viel an Stumpf an Höhe. Und dieser Zahn, der Stumpf mit der vorherigen Krone, hatte bereits einen Stift drin gehabt. Und wir haben noch zwei weitere Glasfaserstifte an den anderen beiden Zähnen hier gesetzt, weil die auch wurzelbehandelt waren. Der einzige, der nicht wurzelbehandelt war, ist der Zahn 2-2 gewesen. Dieser hier, den ich gerade zeige, der war vital und musste natürlich keinen Stift bekommen. Und hier sehen wir jetzt die Vorgehensweise, nachdem wir die Stifte gesetzt haben. Wir markieren uns das mit einem Bohrer an den drei Zähnen und kürzen die dann entsprechend dann hinterher ein, dass wir dann schon einen gewissen Abtrag an Substanz haben. Und im nächsten Schritt haben wir dann in den Zahnzwischenräumen abgetragen, sodass wir dann auch da Substanz entfernen und dann ringsherum dann auch Substanz entfernen, sodass wir dann irgendwann einen Stumpf bekommen haben und kreieren konnten. So, so sehen jetzt die fertigen Stümpfe aus. Man sieht jetzt den Unterschied, also der hier ist im Verhältnis zu dem in etwa gleich, der ist etwas länger und der ist sehr, sehr kurz von vornherein gewesen. Und weil der auch noch kreisrund gewesen ist, gab es natürlich auch Probleme beim Einsetzen der alten Krone und auch Schwierigkeit in solchen Fällen, eine definitive Position für solche Kronen zu definieren oder zu finden. Eine definitive Position zu finden, ist dann in solchen Fällen nicht ganz, ganz einfach. Wir sehen hier die bereits gelegten Fäden. Hier habe ich dann nochmal zusätzlich einen weiteren Einserfaden benutzt, weil das relativ tief unterhalb des Zahnfleisches präpariert gewesen ist, auch bereits bei der alten Krone. Man sieht dann auch den Unterschied zum späteren Zeitpunkt mit den neuen Kronen. Das werden wir dann gleich anschließend sehen. Und hier nochmal der Blick von oben. Hier sehen wir diesen Triple-Null-Faden, 000-Fäden, an dem und an diesem Zahn. Und hier sehen wir den zusätzlich zu dem Triple-Null-Faden habe ich noch einen Einserfaden gelegt, weil das relativ tief unter das Zahnfleisch ging. Und da wollte ich sicher gehen, dass ich diese Bereiche dann auch gut abgeformt bekomme und für den Zahntechniker gute Voraussetzungen schaffe, damit er auch hübsche Kronen hinbekommt. An diesem Zahn war bereits der Glasfaserstift und hier an den anderen beiden Zähnen habe ich die beiden Glasfaserstifte gesetzt. Beim nächsten Foto sehen wir dann nochmal die Farbauswahl. Dadurch, dass wir sehr unterschiedlich gefärbte Zähne haben, wollten wir eine gute Mischung hinbekommen. Hier sehen wir jetzt die A3,5C3, wobei man auch gewisse Anteile an C-Werten und A-Werten sieht. Und auf dem nächsten Foto sehen wir nochmal die A3 als Auswahl. Da würde ich sagen, passt sogar
dieser Bereich ganz gut mit dem Eckzahn, in dem Bereich, auch der Vierer. So, und beim nächsten Schritt sehen wir dann schon mal die Kronen, was das Labor hergestellt hat. Und wir haben die auch erstmal provisorisch eingesetzt und es gab da auch dann ein wenig Schwierigkeiten, weil Frontzahnästhetik ist halt schwierige Arbeit. Frontzahnästhetik ist eine sehr, sehr große Herausforderung für uns als zahnärztliches Team, für den Zahntechniker, auch für den Patienten, eine Wahl zu treffen. Und in diesem Falle sehen wir jetzt hier, was mir direkt absurd vorkam, ist, dass die Mittellinie, die geht nicht schnurstracks hier runter, sondern die geht nach unten rechts weg. So in dem Bereich. Und das ist mir als erstes aufgefallen und das gefiel mir gar nicht. So, und der zweite Faktor, was der Patientin nicht gefiel, und die Patientin hat auch Ahnung von Zahnmedizin, weil sie selber zahnmedizinische Fachangestellte ist, und zwar beim Kieferorthopäden, und ist auch dieses kleine Dreieck. Dieses kleine Dreieck, was da war, das fand ich auch nicht schön. Diese zwei Sachen mussten verbessert werden. Bei der Zahnfarbe mussten wir dann noch zwei Kleinigkeiten noch verändern, was dann auch gut ging. Und damit ich dann halt diese, ich nenne es mal schräge Mittellinienverschiebung, ja, noch genauer betrachte, habe ich nochmal ein zusätzliches Foto von oben gemacht. Und hier sehen wir ganz schön auch den Schmelzbereich dieser Zähne. Das ist dem Zahntechniker sehr gut gelungen in diesem Bereich. Diese Transparenz, die wir hier sehen, das sind nämlich Zirkonkäppchen, die dann halt eine Vollverblendung bekommen haben. Ja, der Zahntechniker hat das sozusagen geschichtet. Und hier sehen wir auch, dass hier diese Mittellinie schräg, in dem Falle jetzt von hier nach links oben geht, ganz leicht. Es ist halt nicht mittig genau, und dieses Dreieck in der Mitte, was der Patientin nicht gefallen hat, da hatte sie aber auch vollkommen recht. Das wurde dann korrigiert, und was wir noch weiter hier sehen ist, dass halt auf einmal, wenn wir das vergleichen mit dem alten Foto zuvor, haben wir schmalere Zweier, die viel, viel besser passen. Viel, viel besser, etwas breiter geworden die Einser, aber die Ästhetik insgesamt dann auch viel, viel harmonischer aussieht als zu Beginn. Und dann haben wir die verbesserte Version, wie es der Patientin gefiel. Und hier sehen wir auch wiederum, ja, gewisse Farbeindrücke, ne? Bei jedem Foto sehen die Zähne irgendwie anders aus. Die Belichtung ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Es sind aber immer noch dieselben Zähne. Und hier sehen wir jetzt die Verbesserung der Mitte und auch die Verkleinerung dieses großen Dreiecks, was wir vorher hatten. Genau. Und das sind immer noch dieselben Zähne, auch die Zweier, die jetzt schmaler erscheinen als bei den Anfangsfotos mit den Füllungen, mit den unterschiedlichen Füllungsfarben, die da sichtbar waren. Das passt jetzt insgesamt viel, viel besser. Und auf dem letzten Foto sehen wir wiederum andere Belichtungsverhältnisse. Da haben wir auch wiederum einen anderen Farbeindruck. Lasst euch nicht beirren durch die Fotos. Sowas muss man in Natura sehen. Wenn ich 10, 15, 20 Fotos mache, habe ich immer sehr, sehr unterschiedliche Lichtverhältnisse, je nachdem, wie nah ich rangehe, wie weg ich gehe, wie stark ich mein Licht programmiert habe durch den Blitz. Und das kann natürlich immer auch zu anderen Eindrücken führen. Aber hier haben wir nichts an der Farbe verändert, wie bei dem Foto zuvor. Da war es viel, viel heller. Ich gehe mal ein Foto zurück. Hier sieht man das. Oder das Foto davor, wo das Dreieck noch größer war. Die Farbe haben sie nicht verändert. Gehen wir wieder nach vorne. So, und das ist sozusagen unser Endergebnis, wo die Patientin dann zufrieden gewesen ist. Und so wurde das dann eingesetzt. Die Patientin hat das zu diesem Zeitpunkt provisorisch bekommen. Ich habe es dann zum späteren Zeitpunkt versucht abzunehmen.
Und bei jeder Einprobe, die wir zuvor hatten, konnte ich die abnehmen. Und als wir dann die Kronen endgültig fest zementieren wollten, habe ich sie nicht mehr abgekriegt. Das heißt, die Kronen sind jetzt in diesem Zustand provisorisch eingesetzt und wir haben uns so abgesprochen, dass die Patientin, falls etwas abgehen sollte, irgendeine Krone, können wir dann die Krone fest zementieren. Sie hat, weil sie ja vorher einen Retainer hatte, eine Schiene bekommen und diese Schiene trägt sie täglich nachts und sie meint, ja, das verschiebt sich minimal und morgens ist es dann wieder in Ordnung. Und im Tagesverlauf merkt sie, das verschiebt sich wieder ein bisschen und deswegen trägt sie dann auch jede Nacht ganz ordentlich die Schiene, damit das dann halt relativ stabil bleibt. Sollten jetzt diese Kronen irgendwann abfallen, können wir die fest zementieren und dann kann sie auch wieder einen neuen Retainer an der Innenseite der Oberkieferschneidezähne an den Kronen dann bekommen. So, und das war's zum heutigen Video mit dem Thema voll verblendete Zirkonkronen. Ein Ästhetikfall, den man als Herausforderung bezeichnen kann. Like das Video, wenn euch dieser Inhalt gefallen hat. Kommentiert, wenn ihr dazu Fragen habt, die ich gegebenenfalls auch beantworten kann. Und teilt das mit euren Liebsten, wenn ihr jemanden kennt, der ein Problem hat an den Schneidezähnen, mit Kronen, mit Füllungen, die vielleicht nicht so ästhetisch aussehen. Es gibt ja auch immer andere Möglichkeiten. Und abonniert unseren Kanal, wenn ihr auch andere Inhalte aus anderen Fachbereichen, Bereichen der Zahnmedizin sehen möchtet, sei es die Implantologie, sei es die Ästhetik, sei es vielleicht ein Bleaching oder Füllungen, Wurzelbehandlung oder eine Zahnextraktion. Unsere Praxis bietet diese Bereiche an, außer die Kieferorthopädie. Da machen wir wirklich nur ganz, ganz kleine Fälle, einfache Fälle mit den durchsichtigen Alignern. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video oder schaut euch ein anderes Video an, was jetzt gleich hier erscheint oder erschienen ist. Oder immer dienstags um 20.15 Uhr haben wir unseren Livestream. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dazukommt und euch an die Diskussion beteiligt und auch ganz, ganz viele Fragen stellt. Es gibt keine dummen Fragen, immer Fragen. Das ist immer der richtige Weg, um schlauer auch beim Zahnarzt zu werden, um eine selbstbestimmte Entscheidung für seine eigenen Zähne treffen zu können. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.